Was gibt es Schöneres als im Sommer eine schöne Tomatensauce, eine frische Tomatensauce mit roten, saftigen Tomaten? Das machen wir jetzt mal. Wir schneiden die Tomaten in kleine, winzige Stücke und werfen sie dann einfach in den Mixer. Das Ganze wird kaum gekocht, also im besten Fall warm gemacht. Dann hat man das wunderbare Tomatenaroma als Pasta-Soße zum Beispiel, aber man kann das natürlich auch weiterverarbeiten zum Gazpacho oder zu anderen Möglichkeiten, vielleicht als Brotaufstich oder als einfach eine Erfrischung. Ja, dazu gebe ich das alles hier an. Sieht, die Tomaten sind richtig schön rot diesen Sommer, das ist hervorragend. Dazu kommt eine Knoblauchzehe. Und nach Bedarf Kräuter. Ich mag besonders gern Petersilie daran. Da muss man sich jetzt auch keine großen Gedanken machen. Das kommt einfach da rein. Und etwas Salz. Das Salz habe ich hier stehen. Nach Bedarf auch noch etwas Pfeffer. Aber davon brauche ich gar nicht so viel, da ich gleich Chili noch dazu fügen werde. Dann ist hier in der Pfanne schon sich aufwärmt. Ja, jetzt kann es im Grunde auch schon losgehen. Ich nehme mir noch einen Deckel. Und mit diesem Deckel werde ich das Ganze jetzt etwas mixen. So, und fertig ist meine Tomatensauce. Die gebe ich jetzt noch hier in das heiße Chiliöl hinein, ja, was ich hier schon vorbereitet habe. Und dann haben wir eine wunderbare Soße. Die wird so ca. 40 Grad handwarm, gute handwarm, auf den Nudeln gegeben und ist unglaublich aromatisch. So, das nehme ich gleich vom Herd. Dann kann das in der Restwärme sozusagen dann warm bleiben und ja, auf der Temperatur bleiben, ohne dass es jetzt kocht. Wenn man es kochen möchte, kann man es machen, aber es verändert den Geschmack ein wenig. Und man kann eben mal schauen. Ja. Dann ist es tatsächlich auch in der Farbe ein bisschen anders und schmeckt auch anders. Ne? Ich ziehe diese Sommervariante etwas vor. Allerdings ist der scharfe Knoblauch durchaus, den spürt man, ne? Auch noch Stunden später. Das ist nicht jedermanns Geschmack. So, hier nochmal die Soße von oben. Wie man sieht, ist es etwas gröber alles, aber das mag ich eigentlich so ganz gerne. Und dadurch, dass es jetzt nur heiß geworden ist, ist es auch ja, sehr, sehr aromatisch. Also es riecht fantastisch hier in der Küche. Und wie ihr gesehen habt, man hat das in 30 Sekunden natürlich auch sofort fertig. Ne? Es geht sehr, sehr schnell. Und ja, wenn man es noch kochen möchte, dann, wie gesagt, kann man es ja nochmal auf den Herd stellen. So, zum Abschluss einfach noch die Soße über die Nudeln geben oder wenn man es ganz richtig italienisch machen möchte, das Ganze im Topf zu mischen. Ja, aber aus ästhetischen Gründen mache ich das jetzt einfach mal so, dass man auch sieht, was dabei rauskommt. Ja, dann guten Appetit allen. Ich denke, das sieht doch sehr appetitlich aus, oder?